So, da sind wir schon wieder. Schönen guten Abend an die Neverwinter Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt heute eine Menge gute Fragen mitgebracht, weil wir haben nämlich nachher noch einen Special Guest hier bei uns im Stream. Den Norman. Und die Nadine. Und natürlich auch den Andy Velasquez, den Lead Producer von Neverwinter, von Cryptic Studios. Und der ist nicht nur einfach da zum mal reingucken, sondern der wird auch eure Fragen beantworten, die ihr in den letzten Tagen schon fleißig bei uns im Forum gestellt habt. Und natürlich auch Live-Fragen aus dem Chat. Und wir haben auch wieder den Nick dabei, den will ich euch nicht vorenthalten. Den muss ich mal ganz kurz, kann ich den überhaupt zeigen? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den hier zeigen kann. Gucken wir mal. Da sitzt da hinten, genau, das ist der Nick. Nick, wink mal in die Kamera, genau. Der Nick, der, ja, der macht sozusagen hier die Soufflöse. Zwei Dinge vorneweg, wir haben den Chat jetzt in Slow-Mode gesetzt. Da nicht, dass ihr euch wundert. Das liegt einfach daran, dass wir nachher besser eure Fragen lesen können und dass nichts verloren geht. Und vielleicht noch eine Sache vorneweg. Ein paar von euch, die haben es wahrscheinlich schon gemerkt, der Patcher momentan ist ein bisschen langsam. Das liegt daran, weil echt super viele Leute heute das Game patchen. Circa 10 Trilliarden. 10 Trilliarden. 82. Können auch 83 gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Also es ist wirklich super viel los gerade und wir machen ein bisschen mehr Bandbreite jetzt noch im Laufe des Abends frei, aber momentan ist es halt einfach ein bisschen langsam. Ja. Genau. Ansonsten haben wir auch noch heute für euch ein super tolles Gewinnspiel, mal wieder auf Facebook. Vielleicht genau. Kann der Norman das ganz kurz zeigen. Das mache ich doch mal glatt, mache ich doch das. So, und zwar haben wir diesen tollen Post hier, ne? Da haben wir wieder unseren Twitch-Channel Stream-Live-Show-Dings-Star announced. Und wenn ihr den teilt auf eure Facebook-Wall, dann werden wir nachher von allen, die da teilen, einen raussuchen oder eine. Ja, und dann gibt es ein wunderschönes Gründerpaket. Yep. Wenn ich richtig informiert bin, das Wächterpaket. Yep. Also für euch nochmal riesengute Chance. Genau, da könnt ihr für lau mal eben so ein fettes Gründerpaket abgreifen. Also teilt einfach mal den Post und am Ende der Show, so gegen 8 rum, werden wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Ich wollte jetzt nochmal sagen, da ich ja letzte Woche leider gefehlt habe. Du hast das wieder vorne weggenommen, das wollte ich eigentlich. Aber echt? Gut. Nein, nee, komm, nein. Ach, mach mal. Ach, bitte, die Dame. Die Dame. Okay, nein, letzte Woche war ja der Fero, ne, der Community Manager von Star Trek. Und wir haben ja diese coolen Kinokarten rausgegeben. Wir gehen übrigens morgen ins Kino, ne? Ja, genau. Norman und ich gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Genau, und zusätzlich und der Rest vom Office, der will auch noch mit. Leider. Nee, Spaß beiseite. Also die Nadine, die war ja im Urlaub, die hat sich gut erholt und hoffentlich gut erholt. Es hätte noch ein bisschen länger sein können. Die Sonne war so schön in Deutschland. So hier ist aus. Es ja nicht so mit der so Sonne. Sieht's aus. So sieht's und der aus. Wärme. So sieht's aus. Okay, ich sehe schon hier, die ersten fangen schon fleißig an zu teilen. Das ist gut so. Immer weiter teilen und am Ende danach vielleicht das Gründerpaket abgreifen. Ja. Ja, aber du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte mich nochmal bei all den Leuten bedanken, die bei uns auf der RPC waren, die auf der Roleplay Convention waren und uns Hallo gesagt genau. haben. Es war echt super, super nett, euch alle kennenzulernen. Auch eure ganzen unsichtbaren Gesichter und Namen, die man sonst im Twitch-Chat vielleicht nicht mitkriegt, weil ihr keine Fragen stellt. Und also es waren nur mal Danke sagen. Es waren erstaunlich viele da, wo man sagte, hey, den Namen habe ich noch nie gehört. Und er hat an uns auch erzählt, ja, ich gucke jede Folge. Ja. Ja. Also traut euch ruhig mal was zu Sag schreiben mal Hallo und wenn es nur ein Hallo ist, genau, wir freuen uns satirisch drüber. Ja, verdammt. Ich wollte hier mal zu Dexter Live sagen, update mal die Überschrift, ist nix mit FR hier. Mhm. Ich glaube, du musst das einfach nur mal ein bisschen refreshen, genau. Weil bei uns sieht das alles wunderbar aus. Ich glaube, du bist da nur auf einem alten Stand. Ja. Einfach mal STRG und F5 oder STRG und R drücken. Das ist so ein Cache Reload und dann kriegst du den Channel nochmal komplett neu geladen. Ja. Aber das sollte eigentlich schon funktionieren. Ja. Wir haben noch zwei andere coole Sachen, eigentlich drei. Und zwar hatten wir unter anderem heute Mittag oder heute Nachmittag haben wir die Patch Notes veröffentlicht. Und die Patchnotes waren ziemlich umfangreich, also schaut auf jeden Fall mal rein. Da ist eine Menge Sachen noch dazugekommen, was wir in den letzten Tagen noch geaddet haben, auch aufgrund wieder eures Feedbacks aus dem Forum und aus den PNs und Nachrichten und E-Mails, die wir von euch bekommen haben. Und wir haben noch zwei kleine Überraschungen eigentlich heute Abend. Eine, die müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da muss ich direkt mal gucken, schon fertig sein. Und ich mal fix und fertig. Fix und fertig. Übrigens, solange der Norman hier noch rumscrollt, ja. Falls ihr euch fragt, wann denn genau der Andy bei uns auftauchen wird, das wird so gegen 19:30 Uhr sein. Genau. Und ja,
Also schon mal geistig schon mal, drauf vorbereiten. Genau, mental vorbereiten. Wir haben auch so ein paar, wir haben es für euch ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben so ein paar Schwerpunkte vorgegeben. Also genau. So ein paar Themenbereiche, wo wir im Forum geschaut haben und gesagt, da sind echt super viele Leute, die das interessiert. Und genau die Schwerpunkte werden wir nachher zeigen. Und da ist unter anderem Class Balancing dabei. Da ist unter anderem das Companion-Ding dabei. Da sind Sachen wie der Guardian Fighter und das Aggro-Management vom Kleriker dabei. Also alles so, was euch so ein bisschen interessiert hat. Und da könnt ihr nachher direkt dem Andy Fragen zu stellen. Aber ich habe jetzt gefunden, was ich gesucht habe. Und zwar, klick, ist das hier. Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert im Raum stehen. Und ich lasse das mal ganz kurz einwirken auf euch. Das könnt ihr euch live anschauen, das, der ganze Blogpost, also sprich der ganze Artikel, der ist bei uns jetzt auf dem Blog und wir haben auch wieder auf euch gehört. Wie immer, wir hören immer auf euch, wenn ihr lieb seid. Fast immer. Und eins von dem Feedback war halt, dass die Mounts gerade im Zen-Markt zu teuer sind. Und hey, gesagt, getan. Here we go. Schaut es euch nachher mal in Ruhe an. Jetzt natürlich nicht, jetzt sollt ihr uns zuschauen. Aber im Nachgang könnt ihr euch das mal in aller Ruhe durchlesen. Wir haben auch ein spezielles Angebot fürs Wochenende. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ziemlich coole Sachen dabei. Und wir haben noch eine kleine Überraschung. Nachher um 8. Aber das darf ich natürlich noch nicht sagen. Nein, ich darf es natürlich sagen. Wir haben ein ziemlich cooles Ingame-Event mit euch vor. Und die Details dazu, die kriegt ihr nachher um 8 bei uns auf dem Blog zu lesen. Und natürlich werde ich es auch wieder auf Facebook linken. Also schaut dann nachher nach dem Stream, wenn die Show vorbei ist, auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Wir haben hier von Solazockt nochmal eine Frage an uns. Und zwar, hey Nadine und Norman, welches ist eure Lieblingsklasse bzw. Rasse? Ja, fang du mal an, Ladies First, ne? Also ich glaube bei mir, ich mag eine Menge Rassen. Ja. Klassen mag ich eigentlich am liebsten immer noch den taktischen Magier. Als Tiefling. Tiefling mag ich auch sehr gerne. Okay. Den würde ich zu meinen Lieblingsrassen dazu zählen. Ansonsten, ich mag die Halborks echt gerne. Und die Zwerge. Ja. Merkwürdige Mischung. Also wenn du jetzt die Zwerge nicht gesagt hättest, hätte ich jetzt gerade was für Überkompensation gesagt. Aber okay, die Zwerge haben es jetzt rausgerissen. Ja, also bei mir ist es recht einfach. Ich mag die Tieflinge ziemlich cool. Die finde ich ziemlich cool. Und ich spiele selber einen Cleric. Und zwar einen Drow Cleric. Einfach stylisch. Ansonsten, ich weiß nicht so richtig, den Ranger finde ich noch ganz cool, aber... Oh, das war aber gemein. Der war gemein, ja. Gemein. Nein, auf jeden Fall, ja, das ist so ein bisschen die Präferenz. Ja. Vielleicht dazu im Anschluss noch von Kiriokishi die Frage, ist denn das jetzt dieser dicke Balancing-Patch? Ja, das ist der dicke, fette Balancing-Patch, der jetzt live geht. Den hatten wir in den letzten Tagen auf dem PTS, auf dem Public Test Server. Konntet ihr antesten, konntet ihr anspielen. Ich habe ihn selber auch ausführlichst getestet, meinem Cleric. Und ich muss ehrlich sagen, der macht jetzt richtig Fun, der Cleric. Weil A, Aggro-Problem gelöst. Echt, hast du schon gespielt? Ja, ich habe schon gespielt. Oh. Und B, was ziemlich, ziemlich cool ist, er ist jetzt wirklich im Solo auch echt spannender zu spielen. Früher war es so, Astralschild an, dastehen, Mobs herankommen lassen. Naja, ich gehe mal kurz AFK. Das ist jetzt nicht mehr so. Cooldowns wurden angepasst. Nicht genervt, aber wurden angepasst. Jetzt muss man wirklich als Cleric noch mehr aufpassen, wann man seine Skills timet, wie man sie einsetzt, taktisch gut spielen. Aber man hat zumindest nicht mehr das Problem, dass man mit 20 Gazillion von Mobs durch den Raum rennt. Das kann jetzt der Guardian Fighter für euch übernehmen. Genau. Ja, apropos Schwerpunkte, sagt Kerwin, Schwerpunkte, welche neue Rasse und welche neue Klasse? Tja, als ob wir da jetzt was dazu Als ob wir darauf reinfallen würden, nach 17 Shows. Ja. Nein, da fallen wir natürlich nicht drauf rein. Wahnsinn, wir sind schon bei 600, über 600 Leuten. Amazing, wir werden richtig geilsten, ja. Fantastisch. Zen-Preis-Explosion, wir haben es gesehen in den letzten Tagen, boom, ne? Das ist eine Sache, da können wir relativ wenig machen, weil das ist eine Sache, die durch die Community gesteuert wird. Mhm. Sprich, die Leute, die Zen reinstellen, die bestimmen den Preis. Und wie in der normalen Wirtschaft auch, bestimmt halt Angebot und Nachfrage nachher den Preis. Und in dem Falle ist das halt hier der Fall. Ne? Also das ist eine Sache, die ihr selber in der Hand habt. Mhm. Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage, wie immer. So, was haben wir denn hier noch? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, weil kommt gerade die Frage, wo der aktuelle Zen-Preis liegt. Ich kann es gerade gar nicht sagen aus dem Kopf. Vielleicht wissen es ein paar Leute hier aus dem Chat, wo der aktuell ist. Ja, vielleicht knapp bei 300, sagt Wiesack oder Wesack, Wesack. Ja. Wer weiß. Blotsonic 112, ich hänge bei 12% fest. Mann, scheiß Patscher. Wir haben Patscher, was ist denn ein Patscher? Patscher kennen wir nicht, wir haben nur einen Patscher. Aber ja.
Wir wissen das, aber genau. Wie gesagt, falls du gerade eben erst reingekommen bist in den Live-Chat, neben dir versuchen es noch eine ganze Menge andere Leute. Und noch 10 mehr. Ja. Und noch 10 mehr. Und also, deswegen ja. Einfach hier ein bisschen mit uns im Stream chillen und dann haben sich die meisten vielleicht schon eingeloggt und danach flutscht das. So sieht das aus. Ne? Wie flutschi flutscht das. Flutschi flutschi. Flutschi flutschi. Ja. Bur1x. Achso, Burix. Den hatten wir doch schon mal. Den hatten wir schon mal, genau. Das habt ihr aber gut getimed. Erstmal die Patch-Server downsetzen, damit ihr auf dem Stream mehr Viewer bekommt. Laughing my ass off. Ich will eine High-Five für den hier. Okay, die High-Five bekommst du. Bang! War nicht schlecht gemacht, ne? Ich meine, und vor allen Dingen so subtil. Es hat fast keiner gemerkt, außer du. Ja. Die nächste, die nehme ich mir jetzt mal. Ja, kann man in Neverwinter fliegen? Ich schon, ihr nicht. Nein, momentan kann man es noch nicht. Norman der Holländer, genau, der fliegende Holländer. Demnächst kann man es vielleicht auch nicht, wir wissen es noch nicht, aber momentan geht es halt nicht. Ja, ich stelle jetzt mal den Tee hier hin, weil ich glaube, Das macht immer so hässlich laute Geräusche. Ja, so ein kleines Erdbeben im Stream. Das möchte ich natürlich fatal, nicht. Fatal. Ja. Ruschel, was ist denn das für ein Name? Ruschel. 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 Wird man aufgrund des Balancing-Patches einen gratis Rescale bekommen? Wir haben für euch gekämpft, bis der Notarzt kam. Wir haben alles gegeben. Wir hatten es in den letzten Wochen versprochen. Kratzer und Beißer habe ich mir geholt. Nadine hat immer noch Bissspuren an der Hand vom bissigen Entwickler. Auf jeden Fall kriegt ihr einen Free Reset. Steht auch bei uns in den Patchnotes drin. Einfach mal bei uns im Launcher gucken. Da gibt es, glaube ich, sogar oben ein kleines Linkchen. Da steht Patchnotes drin. Einfach draufklicken und da steht das dann. Ja. Schön, was? Ja, unglaublich. Also wie gesagt... Versprochen gehalten. Huch. Ich glaube, dein Rechner will gerade aus. Ja, mein Rechner will schlafen gehen. Das geht natürlich fatal, nicht. Fatal. Ich habe hier eine gute Frage gesehen und zwar von Dirty Pretty Thing. Kann man den Patch auch extern irgendwo laden? Leider nicht. Du kannst jetzt nicht irgendwo, sag ich mal, runterziehen und dann lokal installieren. Du musst das über den Patcher machen. Aktuell. Aber wer clever gewesen ist in den letzten Tagen, der hat halt den Pre-Patch schon laufen lassen. Also da hast du jetzt schon seit ungefähr, ich glaube, eine Woche oder so war das, wenn mich nicht alles täuscht, da hatte man immer schon die Möglichkeit, wenn man dann abends ins Bett gegangen ist, einfach den Rechner laufen lassen. Und da hat er schon, ich sag mal, fast alles gezogen. Also, ja. Ice Frozen. Ist das eigentlich schon das richtige Spiel oder noch die Open Beta? Ja. Es ist natürlich noch die Open Beta, aber in... wenigen Minuten werden wir euch was Cooles dazu erzählen. Wir haben nämlich ein saugeiles Event für euch, um die Open Beta zu beenden. Und um 8 erfahrt ihr darüber die Details. Also, nachher nochmal aufs Blog schauen und auf Facebook schauen. Und dann könnt ihr lesen und erfahren, was wir mit euch vorhaben. Ja. Ziemlich cool. Ich glaube, der Hopspross33, der hat nicht zugehört. Was? Der sagt nämlich schon wieder, kann man in Neverwinter schon fliegen, Norman? Aber das haben wir doch gerade erzählt. Irgendwie ihr müsst auch aufpassen, Leute. Genau, nimm mal die jetzt echt mal vielleicht nebenbei mal den anderen Film ausmachen, den du da guckst, den mit FSK 18 und vielleicht mal bei uns im Stream gucken. Nadine ist auch hübsch. Ne? Okay. So, wie gesagt, was noch mal ganz wichtig wäre am Rande. Ja. Wir haben ein paar Fragen schon von euch aus dem Chat jetzt gelesen, die jetzt nachher an Andi gehen sollen, die nachher auch sprich in Richtung Patch gehen und Details, wo ihr gerne fragen wollt. Die Fragen sind schon gelesen, keine Sorge. Der Nick, der hier ein bisschen gegenüber sitzt, der sammelt die schon ganz fleißig. Genau, der hilft uns aus. Der hilft uns heute aus, weil es echt ein bisschen viel sonst wird. Und vielleicht kurz erzähl mal den kurz, wie wir das nachher machen wollen, dass wir damit jeder so ein bisschen vorbereitet ist. Wir behalten die Fragen, die wir jetzt schon gut finden und die für uns dann relevant werden. Genau. Die tun wir uns zur Seite. Und wenn der Andi dann nachher da ist, dann holen wir die wieder raus. Und genau. Und die Nadine, die wird die nachher vorlesen. Genau. Die wird euch die einmal nochmal auf Deutsch vorlesen, damit ihr wisst, okay, das kommt jetzt. Dann wird sie die Frage sozusagen dem Andi stellen. Genau, ins Englische. Ja. Der Andi wird euch das antworten auf Englisch. Das werdet ihr dann auch hören. Und für die Leute, die von euch kein Englisch sprechen, werde ich das, nachdem der Andi fertig ist mit dem Erklären, für euch nochmal übersetzen ins Deutsche. Ja. Sodass dann auch wirklich die Frage komplett ankommt. Müsst ihr nur gut aufpassen. Ja. Genau. So. Eigentlich das hier alles. Das brauchen wir doch das gar nicht. Das brauchen wir gar nicht mehr, genau. Jetzt hast du zu das viel. Das war zu viel. Okay. Fangen wir an mit Lordaeron 124. Wird eigentlich das Held des Nordens Paket einmal billiger oder so? Oder so? Oder so. Nein, es wird aber anders. Also wir haben auf jeden Fall vor,
Wir haben auf jeden Fall vor mit den zukünftigen Sachen, die jetzt kommen, erweiterungstechnisch, Charanda habt ihr ja schon mal gesehen, werden wir auf jeden Fall neue Packs auch einführen und da wird es natürlich dann auch wieder neue Items geben und neue Sachen. Und es gibt natürlich immer Gratis-Packs abzugreifen hier bei uns in den Shows oder bei Events oder bei Events. Da fällt mir gerade noch was Lustiges ein. Ja. Wir haben ja noch zwei witzige Events laufen im Forum. Ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Ich fühle mich so groß heute. Findest du? Ja. Oh, okay. Ich finde das so die Größe auch. Ja. Okay. Oh. So. Sitzt aber gut tief, ne? Echt? Na, okay. Aber mein Kopf ist immer noch abgeschnitten. Events. Ich wollte dir was zu den Events sagen. Und zwar haben wir bei uns im Forum zwei neue Events gestartet. Und da kommen jetzt noch mehr in den nächsten Tagen. Und zwar wollen wir euch natürlich in den Sommermonaten etwas bespaßen. Und natürlich auch ein bisschen mit euch was zusammen machen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier das schöne Forum. Und da gibt es ein Foundry Summer Special. Und es gibt ein UI-Anpassungswettbewerb. Was ist das? Das Foundry Special ist ziemlich einfach zu erklären. Es ist eine Art von, ja, ich sag mal, Aufforderung an euch, uns eine coole Foundry Quest zu schicken, die irgendwie mit dem Sommer zu tun hat, mit Fun, mit Spaß, mit Strand vielleicht sogar. Und am besten einfach mal reinschauen. Und da gibt es auch coole Sachen zu gewinnen, neben Zen und, ich glaube gar nicht, jetzt muss ich mal selber gucken. Ich glaube, wir hatten ziemlich coole Zen-Preise und wir hatten auch, jawohl, wir haben auch ein ziemlich cooles Logitech-Headset noch, was wir weggeben. Und es gibt einen speziellen Titel abzugreifen für die Leute, die auf sowas stehen im Forum, in-game. Also da ist einiges noch rauszuholen. Und wir haben zusätzlich zudem noch ein UI-Anpassungswettbewerb. Was ist das? Und zwar habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass man in Neverwinter die ganzen Elemente in dem, im Spiel hin und her schieben kann. Und wir haben schon selber so coole Sachen gesehen von Leuten, wo wir gedacht haben, wow, wie haben die das gemacht? Da haben die wirklich das so zusammengeschoben, dass das komplett anders aussah, die Oberfläche. Und wir wollen jetzt von euch sozusagen einen kleinen Screenshot haben, von eurer customized Benutzeroberfläche in Neverwinter, wie das aussieht. Also schaut da einfach mal rein. Und auch hier gibt es wieder für die coolsten, ich sag mal, Anpassungen, Preise zu gewinnen. Und das Witzige ist, das suchen wir nicht aus, sondern das sucht ihr aus. Also das heißt, wir machen nachher aus den 10 besten Einsendungen, machen wir eine Umfrage und ihr wählt den Gewinner. Huch! Auf einmal sind wir bei 850 Leuten. Hella, holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Lass uns mal umschalten. So, genau. Das Wahnsinn. Okay, von Karma Yogi gibt es noch eine Frage. Und zwar, ich fühle einen Nieser hochkommen. Oh mein Gott, Deckung. Das ist nicht die Frage. Okay, ich beantworte mal die Frage, während Nadine mit ihrer Atmung kämpft. Und zwar ist hier die Frage gewesen, wird es einen Handelschannel geben? Und weil im Zonenchat so viel gespammt wird. Wir schauen uns immer wieder an, was in-game so abgeht und vor allen Dingen schauen wir auch, was die Leute uns so im Forum schreiben. Und wir hatten ja jetzt auch schon euch mal vor einigen Wochen erzählt von diesem neuen geplanten sprachbasierten Zonenchat. Und auch das mit dem Handelschat ist durchaus was Valides. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe am Anfang der Open Beta festgestellt, da hatten ein paar Spieler bei uns im Forum diesen NW German Channel eingeführt. Und das heißt nicht NW Ger? Also nee, ich glaube. Nee, ich glaube, der heißt richtig NW German. Ah, das kann sein. Und der hat sich, das ist nicht von uns, das ist von euch. Und das hat sich so gut bewährt, jetzt mal ein Aufruf an euch. Warum geht ihr nicht her und macht einen Forum-Post auf und stellt einfach mal der Community eure Idee vor, wie zum Beispiel NW Trade oder NW German Trade. Mhm. Und wenn sich das etabliert und eine Menge Leute das benutzen, dann verbreitet sich das so schnell und da brauchen wir gar nichts sozusagen Offizielles aufsetzen, weil die Community hat eigentlich die besten Ideen an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier wird auch bestätigt im Chat NW German. Genau, der. NW Handel, klar, geht auch. Ja. Absolut, eine gute Idee. Ja, dann könnt ihr sogar einen deutschen Chat richtig. Handelschat. Also, das haben. Ist so eine Sache, deswegen ist das Chat-System und das, ja, ich sag mal, dieses Channel-System so flexibel. Ihr könnt eure eigenen Channel etablieren und das mit der Community teilen bei uns im Forum. Noch was anderes, wo die Spieler vielleicht mehr eine treibende Kraft sein können, anstatt. Nur uns, ist von Lucky Player 1992 und zwar plant ihr in der Zukunft auch das PvP-System in Neverwinter eSport tauglich zu gestalten. Mm, okay. Sprich, ja. Mit Rating oder ähnlichem. Ja, ich glaube, wir hatten die Frage auch schon ein paar Mal gehabt, als wir damals. So in der Art, ja. Und zwar ist es so, dass wir bereits ziemlich gute Verbindungen zur ESL haben und auch dort schon einige Kontakte und einige Connections haben. Und
Das Problem an der ganzen Sache ist, das ist wie mit vielen Dingen so, die durch Community gesteuert werden. Wir werden auf jeden Fall eher auf euch hören. Also das heißt, wenn die Community wirklich den Bedarf fühlt und es wirklich eine Menge bei euch gibt, die sagen, wow, ich muss jetzt unbedingt Neverwinter auf der ESL spielen als E-Sport-Plattform, dann hören wir das von euch und dann meldet euch bei uns und dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber das ist eine Sache, wo ihr selber das in der Hand habt, wie groß der Bedarf halt ist. Ne? Ja. Genau. Wir haben eine weitere Frage von TerrorLilly90 und zwar, nachdem ich im Forum und auf Facebook schon erfolglos gefragt habe... Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, grünen Beiß. Ja, sicher. Hoffe ich hier vielleicht eine Antwort zu bekommen. Und zwar steht schon fest, wann die Trainingsbücher für die Pets verfügbar sein werden. Das ist eine gute Frage. Das steht noch nicht fest. Die Trainingsbücher für die Pets ist immer wieder was in dem Forum auch aufpoppt. Ich kann es einfach momentan nicht sagen und vielleicht nachher einfach mal Andy fragen zu dem Thema. Ja, dafür haben wir ja so eine rare, mystische Kreatur an Developer hier, ne? Spieleentwickler. Producer. Ja, aber trotzdem, er ist... Ja, das stimmt. Er ist so ziemlich der auch selber Hand anlegt. Richtig. Also da seid ihr nachher, also besser, mehr dichter an die Quelle werdet ihr wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen. Ja. Genau. So. Ich sehe ja gerade was für Spannendes, was immer wieder kommt, dieses mit den deutschen Servern. Ja. Warum gibt es keine deutschen Server? Ramadamadingdong. Ramadamadingdong. Das kann ich sogar aussprechen, nicht schlecht. Warum eigentlich nicht? Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass alle davon profitieren, wenn sie auf einem großen gemeinsamen Server spielen und sich das dann nicht so nach einer Zeit wieder ausdünnt und dann beschwert sich jeder, ach, hier ist ja gar nichts los und man findet ja überhaupt keinen. Und wir wollen eben diesen internationalen Charakter haben. So sieht's aus. Aber wir können natürlich, geben euch die Mittel dazu, dass ihr trotzdem innerhalb eurer Sprache bleiben könnt, wie zum Beispiel mit dem Chat, den ihr euch selber zusammenstellen könnt. Genau. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich meine, das ist halt was, wo man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen dahin kommt, aber das ist nun mal wir sind eine Internetgemeinschaft, wir sind eine Internet-Community und wir sind vor allen Dingen auch in einem Zeitalter, wo Internet und Internationalität wirklich und, ja, ich sag mal, Globalisierung echt an der Tagesordnung ist. Und man muss sich dem einfach stellen und das einfach mal zulassen, denn andere Leute, die sind auch nur Zocker, genau wie ihr. Also wir legen sehr viel Wert eigentlich darauf, so das auch zu zeigen, dass Neverwinter wirklich echt international ist. Ich fand das immer am spannendsten an MMOs, dass man Leute aus ganz anderen Kulturen und ganz anderen, mit ganz anderen Sprachen kennenlernt und sich trotzdem irgendwie verständigen kann, auch wenn das vielleicht nicht hundertprozentig einwandfreies Englisch ist oder was auch immer. Aber das geht den anderen auch nicht anders, ne? Eben, genau. Und da sind so viele gute Freundschaften entstanden, man hat so viel gelernt und einfach aus Jux und Dollerei lernt man irgendwelche blödsinnigen Wörter zum Beispiel. Absolut. Und irgendwie hilft es doch. Absolut, ja. Absolut. Eine Sache habe ich gerade noch durchfliegen sehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett weggescrollt. Ich glaube, es ist komplett weggescrollt, verdammt. Da war ich habe jetzt überhaupt nicht hingeguckt. Darf ich deine Maus mal ganz kurz hijacken? Ich muss mal eben kurz hier den Chat hochscrollen. Und zwar, und zwar hatte der... Rantakan gesagt, das Monster im Hintergrund fetzt. Das hier. Das Monster im Hintergrund, das ist Bob. Bob, der Betrachter. Und das ist sozusagen unsere Version von Big Brother. Ja. Er hat so viele kleine Glubschaugen. Der guckt, dass wir keine Scheiße bauen hier. Genau, das ist Bob, der Betrachter. So, jetzt Nick hat mich abgelenkt dadurch, dass er hier durch die Tür gehuscht ist. Wie eine Elfe. Ja, wie eine Schurkenelfe. Eine Schurkenelfe. So. Genau. Hier, wir hatten, wo ist es denn jetzt hin? Adretto, Nadine Süße, was ist mit den Free-Umlernmarken? Ja, hast du nicht aufgepasst, Süßer? Ha? Tja. Die gibt's für frei. Da hören die wieder nicht zu. Ja. Da haben wir schon Nadine, die das erklärt und dann hört ihr nicht zu. Ja. Leute, what's wrong with you? Nein, ihr kriegt natürlich einen Free-Respec mit dem kommenden Patch jetzt oder beziehungsweise mit dem, der jetzt gerade aufgespielt wurde. Und da könnt ihr natürlich dann euren Chart zurücksetzen und eventuell neu skillen, wenn ihr das wollt. So, sind wir soweit? Yes, we are kind of ready. Okay, so Leute, jetzt werden wir mal ganz kurz hier die Technik anschmeißen. Der Andy, der ist jetzt bereit für den Call und ich bin's auch. Ich warte jetzt eigentlich mehr oder weniger darauf, dass wir das Signal kriegen und dann können wir eigentlich direkt starten. Okay, Sonic, ready if you are. So, kleinen Moment kurz.
Dennis608 fragt, wie das Monster im Hintergrund heißt. Und ich weiß, das Monster heißt nicht Bob. Das haben wir gerade auch gesagt. Das ist ein Betrachter. Ja, das heißt wohl Bob. Das ist Bob der Betrachter. Ja, genau. Aber wie die Art Monster heißt. Ah, okay. Ja, ist ein Betrachter oder ein Beholder. Aber oder wir nennen ihn Bob. Es gibt auch manche, die nennen den Augentürer. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Wir warten jetzt, dass... du sollst annehmen. Ja, ich sehe, aber ich habe noch keinen Call jetzt hier drin. Nichts. Ich habe noch keinen Call gerade. Amsterdam calling. Ja. 12 points. Ich habe immer noch keinen Call. So, Moment. Kurz nochmal in den Chat reinpingen. Ist auch nichts versteckt dahinter. Also, jetzt kommt der Call, glaube ich. Da ist er. Und das ist die Zeitverzögerung. Da war jetzt aber, dann ist jetzt schon wieder aufgelegt gewesen. Oh. Ja, Missed Call. Nochmal versuchen. So. So. Usern sagt, Fragen aus dem Foren-Thread, werden die auch dem Andy gestellt oder muss ich die hier nochmal posten? Es kommt ein bisschen drauf an, ne? Oh, ich sehe schon was. Ich glaube, wir sind jetzt soweit. Andy, can you hear me? Yeah, I can hear you. Awesome. So, let's see. Wir haben auch gleich ein Videobild. That's an awesome picture of you, isn't it? There we go. So, great that you have been here. Awesome that you can be here today and answering the question from community. So I guess we just directly start with a few questions because we have very little time and we don't want to waste it. Yeah. Sure. Okay. Awesome. Nick, where are my questions? Oh, okay. I see. Okay. There we go. We're talking about classes aggro first. Maybe I start in German. Yeah. Und zwar von Eviolette, die allererste Frage, wie ist der Zweihand-Waffenkämpfer nach dem Patch? Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht? Okay, well, here's the first question for you. How is the Great Weapon Fighter after the patch? Did you already make experiences with it? Yeah. I guess you of all people should know. Yeah. Did we already make experiences? We've been playtesting a lot internally. And then obviously we've been getting feedback from players on preview. I know myself, I played maybe a couple hours, and then my designers who are working on it have been playing with it a bunch. The temp health change in particular, I like a lot. And so, yeah, it's something that we've been playing and feel pretty confident in. Okay, so was der Andy gesagt hat, ja, also er hat auf jeden Fall schon den Great Weapon Fighter gespielt und er ist ziemlich beeindruckt von den Änderungen aus dem Patch und er glaubt auch wirklich, dass es euch gefallen wird. Ich würde sagen, da machen wir die nächste. Ja, continuing with that question, what is the role of the Great Weapon Fighter? Is it a pure DPS class or a half tank? Also ist der Zweihandwaffenkämpfer ein reiner DD oder eher so ein halb off tank? Okay. When we set out to make him, it was you know, the sort of image that we had in our mind was this really intense dual swinging, get in the thick of things, do lots of damage sort of guy. He has picked up some amount of off tank ability, but definitely a more along the damage veins. Ja. Also was Andy gerade sagt ist, als sie den Great Weapon Fighter oder auch den Zweihandwaffenkämpfer designt haben, hatten sie im Hintergrund, also im Hinterkopf wirklich die Idee, einen Melee-Damage-Dealer zu machen. Also wirklich etwas, was im Nahkampf richtig Schaden austeilen kann. Und er ist ja sehr zuversichtlich, dass das jetzt mit dem jetzigen Patch wahr geworden ist quasi. Nochmal eine kleine Erinnerung an euch. Was wir jetzt gerade hier bei uns auf dem Screen anzeigen, das ist das aktuelle Thema. Also wenn ihr Fragen habt, stellt es bitte so zum aktuellen Thema. Okay. Von Evo 1989 und was? @highlight. Ich weiß, Fragen werden erst später beantwortet, aber hat das Astralsiegel eigentlich eine Chance zu critten oder ist das überhaupt nicht möglich? Gute Frage, will ich auch wissen. Ah, okay, da haben zwei Leute gefragt. Zwei Leute gesagt, okay. Ja. Two people were asking the same question and they were asking
Is it possible to quit with the astral seal? Is there like a chance to quit, or is that not possible at all? Oh man, unfortunately, I don't know the exact specifics. I don't know why that power wouldn't be able to, although I know we just made some changes to Astral Seal in general because it was, people were relying on it too heavily and it was a bit overpowered. Indeed. So I don't think there'd be a reason why it wouldn't be able to crit. I can double check with my designers right now, but okay. I'm pretty positive on that. But okay. We did have to make some changes to it in general, and you see all that in the patch notes recently. Yeah, that's true. Ja, kurz zusammengefasst, was der Andy gerade gesagt hat, also die haben sich das Astralsiegel angeschaut, es war halt einfach ein bisschen OP, es hat zu viel aus der Dynamik rausgenommen und er sieht jetzt nicht den Grund, warum es nicht kritten sollte, also er hat da jetzt nicht irgendwo was, wo er sagt, nee, das geht überhaupt nicht. Er weiß es nicht hundertprozentig genau, aber es wurden eine Menge Sachen auch gerade im Zusammenhang mit dem Astralsiegel geändert und die Details dazu, die könnt ihr euch bei uns in den Patch Notes anschauen. So schaut's aus. Okay, sollen wir dann zum PvP von Gondelgrim überwechseln? Können wir gerne machen, dann werde ich jetzt mal ganz kurz nochmal das Thema bei uns hier wechseln. Aha. Und dann gehen wir mal in das Gondelgrim und neue Karten, neue Spielmodi und Aussichten in die Zukunft, was mit dem PvP noch so kommt. Ja, okay. Frage von Berus, und zwar, ist Gondelgrim ohne Gilde eigentlich möglich? Oder warum nicht? Hm. Okay, Andy, it's a very important question which many people want to know. So, is Gondelgrim possible without being in a guild or without a guild? And if yes, why not? If no. If no. No. So you have don't to confuse me. Guild. I think he knows. Yeah. Sorry. One thing that is good to clarify is you don't have to go in with your entire guild. So, as long as you are in a guild and you have a guild allegiance, then you can go in and pug with a bunch of other random people that are in different guilds as well. Okay. The guild requirement was done mostly so that we were able to sort of build up these warring factions, the Luskan Raiders and the Delzoon Explorers. So your guild will pick an allegiance going into Gondelgrim. But again, it's not like you have to get 20 of your guilds on to be able, for you as a solo player, to be able to experience that content. Alright, thanks Andy, makes sense. Okay, let me quickly translate that. So was der Andy gerade gesagt hat, ist im Prinzip, ihr müsst nur in einer Gilde sein. Es ist jetzt nicht wichtig, dass ihr da unbedingt eine Riesengilde habt. Ihr müsst auch nicht nur mit unbedingt 20 Leute aufbringen, um da überhaupt reinzukommen. Wichtig ist nur, oder beziehungsweise der Grund, warum diese Gildenvoraussetzung eingebaut wurde, ist, eure Gilde wird sich sozusagen entscheiden für eine von zwei Fraktionen, die sich dort im Gauntlegrim sozusagen entgegentreten. Und das ist sozusagen eine Art Allianz, die ihr mit dieser Fraktion eingeht. Und Gilden von der jeweils gegenüberliegenden Allianz, die können dann, oder Fraktionen, die können dann gegeneinander antreten. Okay. Eine weitere PvP-Frage, und zwar von Ryan's Four. Kommen neue Modis rein, wie zum Beispiel Deathmatch-Team, Deathmatch oder andere Arten von Eroberungen und so weiter. Okay, so another PvP-related question. Are there going to be new kind of game modes, like a Deathmatch-Team or Deathmatch in general, or some different kind of... yeah, I don't know. Some other kind of PvP version. Yeah, yeah. Modis. Yeah, modes. Absolutely. We want to get there in the future. We realized, though, that before we move off of sort of the domination mode that we have right now, there's a lot that we still need to do to fix it and make it better. So we're going to continue to improve domination, but we're absolutely already having conversations about, you know, like you mentioned, capture the flag or just pure defense. Exactly. So yeah. We want to go there soon. But a lot of the focus for us recently is going to continue to be on, you know, fixing and improving the existing one. Okay. So let me also quickly translate that. So was er gesagt hat, ist im Prinzip, sie sind definitiv da am Antesten und am Anschauen von neuen Game-Modis. Es ist momentan so, dass sie sich auf das... Domination konzentrieren, um dort möglichst alles auszumerzen, was euch halt noch ausstößt an Fehlern. Aber es ist auf jeden Fall bereits in den Gesprächen, neue Game-Modis wie Capture the Flag oder Deathmatch zu integrieren und mehr davon demnächst. Ah, und der Andy, der hat auch hier so lustige Figuren. Andy, you just did this yesterday, didn't you? On the French stream as well, with playing with the figurines. Yeah, and I actually, yeah, yes. Okay.
Okay. I think there's just one more question about the Gauntlegrim, and then we just can move on to the next topic, I guess. Okay. Von Simon 83 gibt es noch eine Gauntlegrim-Frage. Und zwar, wird Gauntlegrim dann über den Gruppenfinder betretbar sein oder muss man vor Ort sein? Okay, so another last question to Gauntlegrim. Is it gonna be accessible via the group finder tool, or do you have to be at the spot basically to enter? Oh, interesting, with the queue system. Hello? Yeah, we're still here. That's actually a really interesting question. It's one of we're actually going through a playtesting right now and seeing how well that plugs in. So it's going to be a matter of if it works straight away, and we have a test about it later today, we'll get it to plug in. If not, we'll probably leave it off if it's a little bit confusing to start, and then try to improve it and patch it to make it better in coming weeks. Okay. So definitely, definitely looking into it right now. Alright. Also was er gerade gesagt hat, ist dieses Gruppenfinder-System. Sie ist momentan dabei, es zu testen, inwieweit es sich mit Gauntlegrim im jetzigen Zustand und Ausbaustufe verträgt. Sie werden das später heute sogar direkt noch testen in einem Test dran. Und sollte das halt noch Probleme geben, ist das eins von den Prioritäten, die ja bei Ihnen auf der Liste stehen. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal über zu den Companions, den ich Begleitern. Switche mal über zu den Companions, genau. Okay. Andy, it's about Companions now. Okay, wundervoll. Und zwar haben wir eine Frage, werden die Begleiter in Zukunft mehr nützlich sein? Are Companions going to be more useful now? Short and straightforward. Yeah, just shut at your head and yes, they will. I don't think they will be, what we've done to them isn't the end of what we want to do to companions. We've fixed a lot of bugs in DPS companions specifically, and we'll continue to do that, but we still have more to do. So I think it's a step in the right direction, but not done by any means. Ja, also er sagt auch gerade, dass auf jeden Fall werden sie jetzt nützlicher werden. Ich selber habe die auch schon getestet und sie sind jetzt stärker, sie machen viel mehr Schaden, der DPS ist hochgegangen. Es ist noch nicht der letzte Stand der Dinge und wir hören weiter auf euer Feedback und wir sind natürlich auch daran interessiert, dafür zu sorgen, dass die sich besser an das anpassen, was ihr euch vorstellt. Andy, let me quickly extend that question because I've also seen on the test server that the companion's DPS is now much higher than before. Will it also be that they are less squishy, so that they can tank a bit better, that they don't die in like 3 hits? and that's a problem we found too. Interestingly enough, not with companions specifically, but we have certain flags that we put on critter powers as well that tell it how to react to players versus to companions. We found a couple problems on certain critter powers that were ignoring that rule, and so we're doing way too much damage to companions. So I see. Those investigations will continue to improve. Again, I think you'll see that it is just like their damage. It took steps in the right direction, but I certainly wouldn't advertise that we're totally done tweaking things. Awesome. Okay, thanks. Let me quickly translate back. So, ich habe nochmal gefragt, wie sieht's denn aus, weil die Companions, der Schaden ist jetzt zwar erhöht, aber werden sie auch in Zukunft mehr aushalten, weil sie sterben halt relativ flott. Und Andy sagte auch gerade, die haben sich das angeschaut und sie haben auch gefunden, dass zum Beispiel einige der Dinge, die zum Beispiel an Schaden auf die Companions eintreffen, dass die nicht entsprechend gut genug, ich sag mal, verarbeitet wurden. Also sprich, diese Schadensmitigation oder auch die Resistenzen wurden bei einigen Schadensarten nicht sauber berechnet. Deswegen haben manche Monster an den NPCs eine Menge Schaden gemacht. Und das ist jetzt was, wo sie sich gerade aktiv mit beschäftigen. Okay, noch eine gute Frage von Chryser 92. Werden die kostenlosen Begleiter höhere Level erreichen als Level 15? Another question which probably many people are interested in. Will the free companions, will they reach a higher level than level 15? Basically the white cone, the white cone companions, yeah. Yeah. Yeah, that's interesting. We're working on a system right now that's called quality rank up,
And so you'll, you know, we haven't finalized yet. We're continuing to play with it internally. But the gist of it would be to take those white level companions or even some of the greens and blues, and you'll have some way to rank to rank their quality up, so you can make them into blues or purples and then get them at the higher ranks, like level 25 or something like that. So something we're working on. Okay. So was er gesagt hat, ist auf jeden Fall was woran dran gearbeitet wird schon. Sie sind dabei, ein System zu implementieren, was es euch ermöglichen wird, eure White Coins, also sprich eure gekauften für Gold, in höher Level umzuwandeln, also sprich aus ihnen blaue oder sogar legendäre zu machen. Die werden dann entsprechend auch natürlich ein neues Level dazu bekommen und die passenden Skills dazu. Cool. Absolut, das ist super geil. Okay. Cool. Well, there's another question. Will there be a new healing pet? Oh, absolutely, man. I'm the most pumped about this one. We're working on it right now, and it looks completely awesome. So we're working on it, and it'll come out. I don't know if I can tell you when, but soon. Well, yeah, that's always be careful, right? You're live on stream now. No. Ja, yeah. So, also er ist absolut begeistert von dem selber von den Heilpads und es wird gerade an einem gearbeitet, was saugeil aussieht und was auch demnächst veröffentlicht werden wird. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf ein neues, fettes Heilpad freuen. Juhu! Yay! Okay, haben wir noch ein paar Fragen zu den Companions oder sollen wir uns zum Endgame weiterbringen? Lass uns mal zum Endgame gehen. Also, neues Thema ist Endgame-Content und Dungeons, neue Ausrüstung etc. Ne? Okay. So, Andy, quickly for you, it's changing topics again, going now for Endgame-Content, Dungeons and Equipment, that kind of things. Okay. Cool. Okay, von Chrisbert. Das ist auch interessant. Chrisbert91. Wird Neverwinter denn irgendwann ein Open-World-MMO werden? Wenn es dann mal vielleicht... Wie ist denn dein Satz gebaut? Also kann man vielleicht fliegen oder auch nicht? Man weiß es nicht, das wäre doch cooler, da die Maps ja nur noch recht klein sind und das Fliegen so keinen Spaß machen würde. Okay, so, that was a bit of weird German sentence construction. But it's a very simple English question. Basically, is Neverwinter going to be an open world MMO? And will it be... will there be the possibility to fly? Because that would be even cooler. But at the moment, the maps are kind of small, so flying would be maybe less cool. Yeah, I'm maybe not as simple in English as maybe you'd want. I'm not sure the distinction when they say open world. Obviously, we have like zone transitions, but some of our persistence zones are quite large. You can run around and go to different areas. We don't ever have the plans to sort of stitch together the Tower District and Veloso. There's a seamless transition there, but that's not the way our server architecture and game engine is set up to run. But we absolutely will continue to snap pieces of the world, and we want to get much of the Sword Coast north as much as possible going in our game. So we'll continue to expand that and have these large persistent zones where you and many other people can run around. And then in regards to flying mounts, it's funny how quickly that comes up. Maybe we'll get to that soon. But we have so many things that we still want to do with our regular mounts, and we see so many interesting things to do there first. And so we're going to really focus on the things that are in the game right now and polish them and improve them. Remember, we're still in open beta. I mean, we haven't even released our game yet. Indeed. We'll get to flying mounts, you know, maybe later, and we're excited to do it when we get there. Absolutely. Okay, kurz Zusammenfassung, was der Andy gerade gesagt hat, ist halt im Prinzip, wir haben halt das System in Neverwinter mit den einzelnen Zonen, mit den einzelnen Gebieten. Es wird jetzt nicht das ganze Servermodell umgestrickt und diese Zonen sozusagen aneinander gepatcht. Aber was auf jeden Fall gemacht wird, und da kann ich euch jetzt nochmal ganz kurz an Module 1 verweisen oder auch an Fury of the Feywild. Es werden kontinuierlich neue Zonen hinzugefügt. Die Welt rings um dem im Norden der Schwertküste wird erweitert. Und Andy selber hat gerade auch hier gesagt,
für die, die es vielleicht schon verstanden haben. Wir versuchen so viel wie möglich von der Schwertküste dort reinzubekommen, so viel wie möglich von den Orten, die er dort kennt, von der Lore und. Und ja, also das ist definitiv. Und was die Flugmounts angeht, das ist nicht vom Tisch, aber momentan ist es halt nicht unbedingt was, was hoch auf der Prioritätenliste steht. Es ist nicht ausgeschlossen, aber momentan fokussieren wir uns halt darauf, das Game erstmal live zu kriegen. Wir sind immer noch in der Open Beta, das sollte man nicht vergessen. Also nicht so schnell mit den jungen Pferden. Genau. Okay, dann nehme ich direkt die nächste Frage, und zwar von Tiraya Boom. Wird es vielleicht in Zukunft Solo-Instanzen ohne Quest geben, wie als Belohnung Epic, Astral-Diamanten oder andere Belohnungen mit Level 60 oder auch niedriger geben? Okay, so another question is, in the future, are there maybe Solo-Instances that don't have a Quest, but they give rewards like epics or astral diamonds or some different other kind of reward for level 60s or even lower? I think what here is what meant is here is kind of the concept of a skirmish. Yeah, I'm a little bit unsure with the without a quest sort of qualifier there. Yeah. So a solo skirmish event? Like yes, kind of. I think that's what's meant here actually. Like a solo skirmish where you have to kill waves of monsters. That is the only thing which makes sense to me actually in this comment. Yeah, sure. Let's just take it as that, and we'll figure it out. Yeah, we figure it out indeed. Okay, maybe we can interesting discussion that we started having internally, whether or not we can open up our skirmishes to solo players. Like, I know that I had as a developer, I randomly went into the Black Dagger Ruins skirmish, the Storm the Keep, and played it as like a level 60 guy, and just as the beast that I was, I mean, it was awesome, and got me thinking, well, why don't we do this, right? Yeah. So something that we've talked about, you know, obviously our plates are totally full responding to a bunch of other things, so it's just a matter of how much the community starts asking for it. If it becomes one of the things that is really important to them, along with flying mounts and millions. Yeah. Then we'll probably look into it a little bit more, but no immediate short-term plans for it. Ah, okay. So, kurze Übersetzung davon. Wir haben jetzt kurz überlegt, wie die Frage eigentlich gemeint ist. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch so in Richtung Solo-Skirmish. Und Andy sagt selber, er hat das während seiner Entwicklungszeiten halt immer wieder gemacht, dass er mit seinem Level 60-Char in das Black Dagger-Skirmish gegangen ist und dort alles weggebasht hat. Und er sagt, es ist auf jeden Fall was ziemlich cool ist und was man nicht ausschließen kann. Und es ist wieder eine Frage von euch, also wie cool findet ihr das Feature, wie sehr wollt ihr das und wie hoch ist der, Demand, die Nachfrage in der Community. Und wenn die hoch genug ist, dann ist das sicherlich was dann auch implementiert werden wird. Ja. Okay, wir gehen zum nächsten Thema, okay, und zwar cool, Diverses, weil es sind so viele diverse Fragen, es passt eigentlich alles so gar nicht in das eine Thema rein hier, ne? Ja, sind aber auch unglaublich. Wir haben über 1000. Ja. We have more than 1000 viewers at the moment. So, very good. And they all want, and they're all here for you, Andy. They're not coming for us. Awesome. Okay. Von TW2 Glocks, wird es bald eine Möglichkeit geben, seine Rasse zu ändern? Zum Beispiel von Mensch zu Zwerg. Okay. Well, that's interesting. And the question is, will there be the possibility to change your race, like for example from a human to a dwarf? We talked about that. Obviously it's something that people are familiar with other MMOs. That's a feature that they implemented many years later, so it's on the list of things to eventually go down, but similar to some of the other things, it's not on our priority list right now, because we're focused on improving what already exists first. So, was er sagt hat, also es ist auf jeden Fall was auch viele MMOs dann irgendwann erst nach Jahren implementiert haben. Und es ist halt was man schon irgendwo diskutiert hat intern, aber was halt nicht wirklich irgendwo oben auf der Prioritätenliste steht, da einfach die Nachfrage dazu gering momentan für ist. Aber hey, wie auch immer, ne? Man weiß es nicht. Okay, dann schießen wir direkt weiter. Solange wir noch Zeit haben, nehmen wir alles mit. Genau. Und zwar Blackout Forum fragt, PvP-Frage, werden Duelle möglich sein? So, another PvP question, and I know a lot of people are waiting for this. Will there be the possibility for duels? yeah. So, in the same vein as a lot of the other things,
Absolutely. We're not necessarily shutting the door on that and saying absolutely no duels, right? No duels. So it's one of the things that we actually had on at one point, and we didn't feel like we had enough time to really make sure the experience of getting into a duel and recovering after the duel and not necessarily getting injuries and that sort of stuff, all of those sort of things that come along with it, yeah, get fixed and were a smooth player experience. We didn't feel confident that that was going to happen in time. So we turned it off. And again, once we get done improving the other things that already exist in the game, then we'll come back to it and see if we add it back in. Makes sense, makes sense. Okay, so was hat Andy gesagt? Also Duels wird es definitiv geben. Das ist nichts, wo wir uns verschließen gegen. Im Gegenteil, es ist sogar eigentlich schon implementiert. Wir haben es dann wieder rausgenommen aus dem Grunde, weil wir nicht sicherstellen konnten, dass es wirklich für euch die ideale Spielerfahrung ist. Es sind viele Sachen noch gewesen, die nicht rund gelaufen sind, dass man halt keine Verwundungen nach dem Duell hat. Wie sieht das aus mit dem Balancing und so? Und wir wollten halt nicht irgendwas Halbfertiges implementieren, hat er gesagt. Aus dem Grunde haben wir es wieder rausgenommen, aber es ist definitiv was auf der Liste steht und gemacht wird. Fein, fein. Okay, von Omalio. Oh, geschickt. Oho, geschickt. Da hat er sich jetzt aber gut reingeschickt. Gibt es bald noch eine Klasse mit einem Bogen oder ähnliches? Very, how should I put this? How should I put okay, this? I'm just gonna ask the question. Yeah. Is there gonna be a class with a bow? Soon-ish? Or something similar? Oh, yeah, yeah. So the next class that we're working on is all about little tiny bows that you put up in your hair. It's really, really heavily focused on that as a tier progression. Yeah, you got your answer. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Das hat jeder verstanden. Also die nächste Klasse wird definitiv der Friseur. I just told them the next class will be the hairdresser. Okay. Oh nee, das war der nächste Beruf. Verdammt, jetzt habe ich es gepetzt. Verdammt. Okay. Race Germany. It's in English already. Will there be a Neverwinter app for smartphones for crafting and so on? Wird es eine Neverwinter app für Smartphones, für Berufe und so weiter geben? Probably not in the immediate future. You can already use the gateway with your mobile device. It just doesn't have an application for it, but you go to the website and you can use it. We're continuing to improve the interface and usability, but it's already you go to the m dot whatever website, so it's formatted to work better for the mobile device already, and so probably won't do an app anytime soon. We'll just continue to improve the mobile experience. Indeed, indeed. So, was er gesagt hat, ist im Prinzip, wir sind momentan nicht wirklich dran, eine mobile Applikation zu entwickeln, aber was wir auf jeden Fall tun werden, ist die mobile Erfahrung, sprich das, was ihr mit euren Smartphones und dem Gateway habt, weiterhin zu verbessern und zu optimieren und das für auch noch mehrere Browser und mehrere Plattformen, ich sag mal, angenehmer zu bedienen oder bedienen zu lassen, sodass ihr dann halt wirklich auch mehr aus dem Gateway rausholen könnt. Es ist nicht vom Tisch, aber momentan ist es halt nicht unbedingt eins von den Sachen auf der Liste. Und da sehen wir wieder was vorbeifliegen. Okay. Ja. Von Darugan gibt es nochmal aus einem anderen Winkel die gleiche Frage, so ungefähr. Kommt denn jetzt bald eine neue Klasse? Den Waldläufer bitte. So, Darugan is asking a question. We might have heard it already, but from a different angle. Is there going to be a new class? Soonish. The Ranger, please. Pretty please. Absolutely, there's going to be a new class. Working on it right now. I just had a playtest actually last week. Oh, that's, it was awesome. That's mean. It was really, really great. And it was fun, and it's the best thing ever. No. So, in all seriousness, yes, there's a new class coming, and I did playtest it already. It's quite far along. We actually have two in the works right now. One will come out before the end of the year. Well, das war deutlich, glaube ich. Also er sagt gerade selber, er hat schon die neue Klasse gespielt. Ist ziemlich cool zu spielen. Und eigentlich sind sogar zwei Klassen, an denen gerade gearbeitet wird. Und eine davon wird definitiv noch demnächst rauskommen. Also sprich vor dem Ende dieses Jahres. Und ihr könnt euch darauf freuen. Was es genau wird, hat er natürlich nicht verraten, wie immer. Klar. Okay. Cougar Rexable, wird es neue Crafting-Berufe geben? So, are there gonna be new crafting possibilities, like new professions? Yep. Well,
clear. That was pretty much clear, yeah, I guess. Also definitiv ja. Und hier kann man auch vielleicht kurz was hinzufügen, weil es doch sehr kurz war. Es wird sehr, 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 sehr coole Sachen geben. Und eine von den coolen Sachen, was Berufe angeht, ist so dieses mit den... Mhm. Könnt ihr diese Bewegung nachvollziehen? Und mehr, ich darf es nicht sagen, aber wer jetzt ein bisschen geguckt hat, ne, so, was ist das für ein Beruf? Well, I'll tell you later. It's not We're going to the gym. We're going to, yeah. We missed our gym tonight and so we have to do it on the stream, Andy. Okay, let's continue to the next one. Okay, nächste ist von Brunhilde. Wird es auch in den Levelzonen Post- und Bankzugang geben? Okay, yeah, that would be nice. Are there gonna be is there gonna be bank access outside of Protector's Enclave? Oh yeah. That's one of the things that we've been hearing a lot from the community as a you know, obviously something that you guys want. We're trying to figure out a way to make it happen. That doesn't. So one of the things, the reason why we sort of removed it from a couple other places that we had it in the game was we didn't want to trivialize, you know, end game content by just being able to access your bank anywhere and grabbing all the extra gear or extra potions and what have you. Certainly there's some things that are low hanging fruit we can do soon. And then maybe, you know, the thing that gets thrown out a lot is like Guild Wars, they have the empty item that summons a bank anywhere. So we're talking about maybe doing something like that too. But those are all things that we're sort of discussing at the moment. No specific release time for a solution, but absolutely on our radar. Okay, cool. Was er gesagt hat, ist halt, warum haben wir das jetzt nicht gemacht, sondern es lag einfach daran, weil wir nicht wollten, dass zu viel von dem Endgame-Content sozusagen dadurch trivialisiert wird, dass man direkt an der Instanz zum Level 60 Epic-Raum dann gleich einen Banker stehen hat, eben mal Gear wechselt und. Dass man halt wirklich auch irgendwo die Leute über 10 Zonen verstreut, in 10 Instanzen hat. Wir wollten halt wirklich einen zentralen Handelshub haben, aber was er auch sagt, ist, dass es diese Diskussion natürlich noch nach wie vor weitergeht. Geführt wird und wir schauen natürlich auf das Feedback und wir sehen im Forum, gibt es eine Menge von dem Feedback und was er sagte, was eine Möglichkeit wäre, dass man es ähnlich macht, wie zum Beispiel das Guild Wars macht, dass die dann sagen, okay, du hast dann halt eine Möglichkeit, irgendeinen NPC zu spawnen, der dir für einen gewissen Zeitraum Zugang zu deiner Bank gibt oder dir halt die Möglichkeit gibt, Sachen zu verkaufen. Das ist eine Sache, wo die gerade noch überlegen drüber. Okay, von Dennis608 gibt es einfach mal einen Respekt an Andy für das alles, was er in das Spiel reingesteckt hat. So there's a shout out from Dennis608 to you. Just thank you for putting so much into the game. There is no question Respect. At all behind it. Aw, you guys, so sweet. Alrighty. Okay. Nächste Frage von ESA1337 oder Lead oder wie auch immer ihr euch nennen wollt. Yeah. Gibt's jetzt bald ein neues Gear und Dungeons oder nicht? Hier bleibt ja alles offen. Genau. Okay, so, tell us, finally. Is there going to be new gear and dungeons or not? Everything is staying like open. Awesome. So, yeah, was muss man noch mehr sagen, ne? Also definitiv wird es neues Gear in neuen Dungeon geben. Wir haben es schon angeteased auch auf dem Blog. In Gauntlegrim gibt es komplette neue Sets, gibt T1 neue T2 Sets, Sachen, die ihr für euren Char dann erfahren könnt. Andy, I have to extend the question a bit. Will there be more diversity in the look and feel of armor? Will there be like more different armor plate types, stuff yeah. like this? Yeah. Absolutely, and that's one of the things that our art lead right now is focused on doing. Really, when we sit down and look at a new set, because we're at the point now where we get to sort of do crazy things. So for the next update, for say module one, we're saying, okay, let's do the blank set, and that's going to look very much like this theme. And then there's this other set that'll be completely different. And so that's the process that we're going through right now. And so you'll see a lot of those start coming online once we start talking more about module one.
Alright. So, ich hatte noch mal kurz gefragt, weil das auch eine Sache ist, die bei euch im Forum häufig angesprochen wird, bei uns im Forum häufig angesprochen wird. Wird es mehr Abwechslungsreichtum geben bei den ganzen Rüstungssets? Wird es mehr Verschiedenheit geben, mehr Abwechslung und und? Und er sagt auf jeden Fall definitiv, ich kann auch jetzt schon sagen, Gauntlegrim ist einer Punkt davon, Fury of the Feywild ist ein weiterer Punkt, wo wir neue Sachen hinzufügen in das Spiel. Es wird vieles Neues kommen an Equipment, vieles Neues an Gear und ihr werdet eine Menge darüber sehen. Er hat auch gerade gesagt, es sind einige neue Sets, die bereits entworfen wurden und bereitstehen. Und das heißt, ihr könnt euch jetzt auch in der Zukunft mit weiteren Patches über eine Menge neues Gear freuen und auch abwechslungsreiches Gear freuen. Okay, unsere allerletzte Frage an Andy und dann Last question, lassen wir Andy. ihn gehen. Und zwar eine Eventfrage von Omalio. Und zwar, gibt es bald vielleicht noch mehr Events als jetzt? Okay, very last question, and then we can release you. So, You may go are there going to be more events than at the moment? Absolutely. That's one of the things that we initially launched the game or went into OBT and had a set number of events and have already developed a bunch that are just going to be coming online over time. So you'll see, when we put out the next one, there's still more that are in the can that'll just be coming along over time. So absolutely, you'll be seeing a constant rollout of events. Okay. Also was er gerade sagt, ist halt in der Zukunft, wir haben ja jetzt angefangen mit einem mit einem relativ kleinen Bereich von Events und wir werden noch zukünftig das weiter ausbauen. Jetzt mit der nächsten Expansion, die kommen wird, wird es neue Events geben. Wir haben auch heute Abend, eigentlich so ziemlich jetzt gerade, das zeige ich euch gleich im Anschluss, ein neues Event am Start und zwar mit dem Start des Spiels oder beziehungsweise mit dem Ende der Open Beta, um genau zu sein. Also definitiv könnt ihr euch auf weitere Sachen in der Zukunft freuen und ich sage jetzt mal ganz kurz stellvertretend für euch Tschüss zum Andy, weil der hat jetzt noch weitere wichtige Meetings und ja, lass mich kurz verabschieden. Also Andy, thanks a lot for being here, thanks for answering all the questions, thanks for your time and well, let's continue the great success of Neverwinter, I guess. Thank you guys so much. Appreciate the love. Okay. Thank you. Bye bye. So, da sind wir wieder. So, da war der Andy Velasquez, der Lead Producer von Neverwinter. Und es ist natürlich so, es sind über 1000 Leute hier im Channel und es ist echt nicht möglich, alle Fragen zu beantworten. Und in 30 Minuten geht halt nicht sehr viel. Wir haben gut Gas gegeben. Wir haben so gut Gas gegeben, wie es irgendwie ging. Aber ja, wir werden eins machen. Wir werden eure Fragen, die ihr jetzt gestellt habt, hier aus dem Chat, die wir aufgeschrieben haben, die werden wir nochmal zusammenstellen. Die schicken wir auch definitiv nochmal an das Feedback an Cryptic Studios und sorgen dafür, dass die auf jeden Fall gelesen werden. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ansonsten stellt eure Fragen weiter im Forum, unsere Moderatoren und ich selber. Wir versuchen natürlich auch, die so gut wie möglich zu beantworten. Und kommt natürlich auch unsere Live-Show, weil dafür ist sie da, um euch halt zu helfen, eure Fragen zu beantworten und euch ein bisschen so, ja, was über Neverwinter zu erzählen, was ihr vielleicht noch nicht wisst. Und eine Sache, die ihr noch nicht wisst, die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Denn, jetzt muss ich mal ganz kurz hier hochscrollen. Nadine, du musst so lange ein Lied singen, wie ich dir Was? das Ich muss ein Lied raussuche. singen? Ja, weil Nee, glaube ich das alles lädt hier nicht. gerade irgendwie so langsam. Nein. Nee, nee. Ja. Aber weil ich gerade sehe, es gibt hier wieder von dem Alektor. Alekt Cool? Ja, alles cool. Alekt Cool, der Alles fragt. cool. Alekt Cool. Nee. Alles cool. Wer fragt, was ist denn jetzt hier eigentlich? Ich suche gerne, such gerne so einen Kontakt für das Spotlight, für das Gilden-Spotlight. Und ja, da bist du genau richtig. Und zwar musst du bei uns ins Forum gehen. Ich versuche das jetzt eben mal. Ich weiß auch nicht, warum das gerade nicht lädt. Ich glaube, es will gerade nicht. Hab alles geschrottet. Ihr seid einfach zu sehr am Saugen hier gerade auf unserer Webseite. Das geht gar nicht. Unsere Ja, Webseite hier. geht in die Knie. Nightbird42 sagt auch, Norman, steck mal die Kurbel in den Patch-Server. Ich bin hier die ganze Zeit unter dem Tisch schon am Treten. Da ist mir so ein Fahrrad aufgestellt. Ich kann euch nur, was das Gilden-Spotlight angeht, nur raten. Schaut bei uns im Forum vorbei. Da gibt es einen Sign-up-Thread, also so ein Anmelde-Thread fürs Gilden-Spotlight. Und die Shade Rail, das ist einer von den Moderatorinnen bei uns, die kümmert sich dann um euch. Also die nimmt damit Kontakt auf mit euch, die klärt dann die ganzen Fragen, die mit euch zu klären sind. Die macht auch mit euch ein Interview, wenn ihr das wünscht, auch ein Video, wenn ihr das wünscht. Und ja, einfach bei uns im Forum vorbeischauen und den anmelden für das Spotlight. Da gibt es auch direkt eine zweite Gilde von Daysland, und zwar die Froschparty. Finde ich großartig. Genau. Froschparty auf Beholder sucht noch weitere Mitspieler.
alle möglichen Klassen. Ja. We love our guilds. Whispered Woman oder Insert Coin, wenn es denn wieder geht. Genau, wir sind wirklich echt dankbar dafür. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch niemals so viele engagierte, wie sagt man das, Gildenleiter gesehen. Leute, die auch die gerade die jetzt so ein bisschen für die PR in der Gilde verantwortlich sind, die sich so engagiert einsetzen und so kümmern und vor allen Dingen auch so viel Energie da reinstecken. Weil es kostet doch ein bisschen Zeit, mit uns zusammen dann halt die Interviewfragen zu machen, das Video zu drehen und. Also thumbs up und macht weiter so. Echt fantastisch. Okay, und noch eine Gilde von Berus. Alliance of Chaos auf Mindflayer. Sucht auch noch Ü18-Spieler. Alle Levels. Was habt ihr denn vor? Ja. Was habt ihr denn vor? Wir wollen ja nichts Böses unterstellen. Wendet euch einfach an Nopit oder Nomag in-game. Yeah, und noch mehr Gilden von Kane Sparrow, Neverstorm, größte deutschsprachige Gilde auf Beholder mit TeamSpeak 3, nehme ich mal an. Genau, TS3. Rekrutiert noch immer 18 plus menschliche Wesen mit einem IQ über 200. Da wird die Auswahl sehr gering, glaube ich, oder gerade nicht. Wahnsinn, man weiß es nicht. Just Xion 87. MNSG? Wie MNSG auf Mindflayer sucht. Also das ist jetzt hier Minsk. Okay, also das ist wahrscheinlich ein Vertreter der russischen Fraktion, Tavadisch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die suchen auf Mindflayer Leute. Also wenn er da auf Mindflayer spielt, vielleicht einfach mal da anmelden. Und Kduffert bietet an die deutsche Gilde Feuerkrieger auf dem Server Dragon. Auch ab 18 werden alle weiteren Spieler gesucht. Ja, das ist auch wieder, das ist das, was ich nicht verstehe. Warum suchen die Leute mal ab 18? Was macht ihr denn da abends in der Gilde? Ich will es gar nicht wissen. Oder erzählt uns mal im Spotlight. Hier ist eine ohne 18 plus. Genau. Seismic Gisla sagt Ascent. Ascent, die beste Gilde. Na, das lassen wir mal die Spieler beurteilen. Okay, wundervoll. Super, also ich kann euch leider jetzt den Blog nicht zeigen. Ich glaube, das ganze Gepatche hat unseren Webserver so ziemlich mit in Mitleidenschaft gezogen. Und wir werden jetzt erst einmal kurbeln gehen und Wasser nachlegen für die Kühlung. Ja. Und ich sage auf jeden Fall mal, super schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke, dass ihr reingeguckt habt, dass ihr mit uns den Abend hier verbracht habt. Und nächste Woche, nächsten Donnerstag, geht es wieder an den Start hier mit der Nadine und mit mir. Und wir überlegen uns noch was Cooles, was wir da mit euch machen. Und es gibt natürlich auch wieder was Sachen zu gewinnen. Jetzt lasst mich doch noch eine Sache ganz kurz gucken. Ja. Ich hoffe, Facebook ist nicht auch davon in Mitleidenschaft gezogen. Nein, Facebook will noch. Also wenn unser Einlog-Verhalten Facebook lahmlegt, dann... Dann haben wir echt... Gute Nacht. Dann haben wir echt, haben wir es echt geschafft. So, ich blende mal ganz kurz um. So, da drüben. Genau, da drüben seht ihr den Post. 154 haben geteilt. Ich werde mir das jetzt gleich nach der Show angucken, werde mir den Gewinner raussuchen, schreibe dann auch mal auf Facebook einen kurzen Beitrag, wer gewonnen hat. Und wer gewonnen hat, der nimmt dann ganz kurz mit uns auf Facebook Kontakt auf, kriegst von mir einen Code, kannst du heute Abend noch mit deinem Wächterpaket spielen. Okay, prima. Wundervoll. Dann vielen, 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 vielen lieben Dank an euch 1000 Leute. Genau, ich glaube, das war heute ein echt neuer Rekord, so viel hatten wir noch nie. Auf jeden Fall super fett und nächste Woche werden wir natürlich wieder einen Patch machen zur selben Zeit, sodass ihr dann wieder downloaden müsst und wieder hier einschaut. Natürlich nicht. Okay, Kinder, macht euch einen schönen Abend, habt Spaß, genießt das schöne Wetter, solange es noch geht. Wir haben es hier leider nicht so schön und wir sehen uns nächste Woche wieder, ne? In Tschüss. Alter Frische. Ciao, ciao. Made by Dungeons & Dragons fans, for Dungeons & Dragons fans, Cryptic Studios, and Perfect